Ja, das Eröffnungswochenende des Wolfgangsees Advent steht vor der Türe. Kann man einen kurzen Überblick geben, wie es dieses Jahr ausschaut? Anders als in den letzten Jahren, so viel kann man schon sagen. Wir arbeiten seit über 2 Monaten an der Planung inklusive Präventionskonzept für den Wolfgangsee Advent. Die gesetzlichen Lagen, muss man schon sagen, haben sich ja fast laufend verändert. Wir haben jetzt ein umfangreiches Präventionskonzept, das auch angepasst ist jetzt an die ganz, ganz aktuelle Lage. Das heißt, es wird natürlich Regeln geben, die einzuhalten sind, aber uns ist wichtig, dass wir den Advent durchführen können und werden. Das zählt für uns. Wie funktioniert das dieses Jahr mit den Corona-Regeln? Naja, wir stehen jetzt in der Situation, dass wir im Bundesland Salzburg, also in Stobl und St. Gilgen, andere Regeln haben als hier bei uns in St. Wolfgang. Konkret schaut es so aus, also für alle Märkte gilt generell 2G natürlich. Es gilt Maskenpflicht am gesamten Adventgelände und man muss sich registrieren. Aber das ist ja schon gelernt, das kennen wir schon sattsam. Was jetzt in St. Kilken und Strobel dazukommt, es wird kein Alkohol ausgeschenkt, Speisen und Getränke schon, aber eben kein Alkohol. In St. Wolfgang kommt dazu, dass bis 5. Dezember, inklusive 5. Dezember, überhaupt keine Ausschank passiert, also keine Konsumation hier im Adventgelände. Und wir haben das auch letztes Jahr gemerkt. Letztes Jahr waren wir in einer ähnlichen Situation. Hier konnten wir die Märkte überhaupt nicht aufsperren. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht letztes Jahr. Es wurde dann nur, unter Anführungszeichen, dekoriert. Wir hielten begeisterte Zuschriften, Anrufe, E-Mails, Briefe von Leuten, die uns besucht haben und die gesagt haben, wenigstens habt ihr uns das Adventerlebnis gegeben, auch wenn wir nichts konsumieren konnten. Und das werden wir auch heuer wieder so halten. Das heißt, solange es möglich ist, solange wir das dürfen, wird dieses Adventkunstwerk Wolfgangsee weiter bestehen bleiben. Wie schwierig ist denn das, mit der derzeitigen Situation etwas plant, auch Veranstaltungen? Ja, es ist schon sehr, sehr schwierig. Und Sie können sich vorstellen, wir müssen quasi täglich immer wieder nachjustieren und die Regeln anpassen. Das ist auch das ganze Informationsmanagement von uns, unseren Gästen gegenüber, an den Einheimischen, den Standbetreibern. Das ist also sehr, sehr umfangreich. Wir stehen hier natürlich im ständigen Austausch mit den Adventorganisatoren selbst. Das sind ja 3 Vereine hier in St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen. Wie immer wird hier natürlich an einem Strang gezogen. Also das steht uns schon vor große Herausforderungen. Auch, wie Sie richtig sagen, Veranstaltungen sind in Oberösterreich, also in St. Wolfgang darf es keine Veranstaltungen geben, bis 5. November in Strobl und in St. Gilgen schon. Also so eine Situation hatten wir noch nie, seit ich mich zurückerinnern kann, seit es die WTG gibt, gab es das noch nie, dass Salzburg und Oberösterreich unterschiedliches Regelwerk hat. Das ist ganz was Einmaliges. Der finanzielle Aspekt ist ja natürlich auch wichtig. Wie schaut es denn da aus? Naja, das ist natürlich schon eine grobe Einschränkung für die Standbetreiber. Abgerechnet wird am Schluss, aber man kann jetzt schon darstellen und sagen, dass natürlich so wie im Jahr 2019, da haben wir den letzten normalen Advent gehabt, so wird sich das heuer sicher nicht darstellen.